Und schon wieder zurück bei DSA, die Schicksalsklinge in der wundervollen HD-Version. Wir sind in der alten Zwingfeste, ich bin mir nicht sicher, in welchem Stockwerk wir uns gerade befinden. Irgendwo tief drin. Und wir haben noch einige Türen, die... Was war das? Noch einige Türen, die wir zu entdecken haben. Hier ist der Gang eingestürzt. An ein Weiterkommen ist nicht zu denken. Alles klar. An ein Weiterkommen ist nicht zu denken. Kabums! Da wünschte ich mir noch so einen Soundeffekt, der so richtig auch schön darstellt, dass hier alles kaputt ist. Okay. Warte mal, ich muss mich gerade orientieren. Von da unten sind wir gekommen, ne? Diesen Raum hier hatten wir entdeckt. Muss man gerade nochmal... Für mich selber, weil ich gestern das letzte Mal aufgenommen habe. Diesen Raum hier hatten wir entdeckt. Hier geht's runter. Genau. Das wollte ich ja nicht. Hier hatten wir alles entdeckt. Hier ging es nicht weiter. Darauf an den Wänden entlang nochmal, um sicher zu gehen, dass wir hier nirgendwo eine Geheimwand oder sonst irgendwas verpasst haben. Okay. Und dann ging es hier rein, genau. Und dann dadurch die Tür. Hier ist alles eingestürzt, genau. Sind Skelette hier? Keine Skelette. Es ist... Hier liegt ein Ring am Boden. Wollt ihr ihn mitnehmen? Aber gern. Oh, der sieht mir aber blauer Ring. Ich gebe ihm mal Konrad. War das nicht so, dass hier auch verfluchte Gegenstände am Boden liegen? Zum Teil. Den werde ich erstmal gründlich untersuchen, diesen Ring. Kann ich hier mit der Tür nichts machen? Doch. Gott schon sagen. Ja, ich werde auf jeden Fall Ersatz-Dietrich mitnehmen fürs nächste Mal, wenn wir in... Also zwei... Dies scheint ein ehemaliger Zufluchtsraum zu sein. Zumindest scheinen die Pritschen und Waffenständer dies nahezulegen. Ehe ihr noch weiter überlegen könnt, lösen sich jedoch aus dem Schatten drei Skelette und greifen euch an. Nein! Was wollte ich sagen? Genau, ja. Ersatz-Dietrich, damit wir nicht alles mit... Au! Damit wir nicht alles... Wo ist die Musik? Mir fehlt die Musik. Ich muss mal gerade... Das ist leider öfter mal. Man muss die Musik dann ausschalten. Und dann muss man sie wieder anschalten. Und dann läuft auch die Musik wieder. Nämlich so. Konrad steht gut da. Starr vor Angst, das war klar. Unter anderem, aus einem guten Grund, möchte ich Konrads Astralenergie gerade nicht verschwenden. Denn, wenn ich mich richtig erinnere, der Hashtod, der irgendwo hier unten ist, ich bin mir nicht mehr so genau sicher, wo er ist. Aber er ist hier irgendwo. Der ist nämlich nur mit magischen Angriffen und geweihten Waffen, glaube ich. Und magischen Waffen zu bekämpfen. Und da würde ich doch gerne... was? Da würde ich doch gerne mit Konrad möglichst viel Punkte sparen. Eigentlich auch mit Valaria. Von da oben! Und die immer mit ihren Bögen! Gab's in der ursprünglichen Nordland-Trilogie auch so viele Leute mit Bögen? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Komm, wir schnappen uns den da oben. Wenn die nicht immer alle starr vor Angst wären, dann wäre dieser Kampf vielleicht auch ein bisschen leichter. Ich meine, ja, es sind nur Skelette, aber das starr vor Angst, das ist schon eine große Einschränkung. Dadurch, dass sie natürlich alle eine entsprechende Totenangst haben. Jetzt überlegen sie sich gerade. Ah ja, guck mal, da ist der Schaden. Ich raste aus! Und ja, natürlich können wir uns hier auch infizieren. Das ist genau das gleiche Problem. Gut! Sehr gut! Ich bin so glücklich! Ich bin so glücklich!
Was? 10 Lebenspunkte? Oh. Was ist denn los mit denen? Offensichtlich sind Stichwaffen gegen Skelette hier doch einigermaßen passabel. Schöner wäre es natürlich mit stumpfen Waffen, glaube ich. Also so wie Androsch mit seinem Knüppel. Aber der hat hier die besten Chancen gegen die Skelette. Es kommt so weit, dass ich hier unten noch rasten muss. Aber rasten wäre eigentlich keine gute Idee, oder? Denn sollten uns die Skelette hier schon erwischt haben mit irgendeiner Krankheit, dann wird sie natürlich ausbrechen, sobald wir rasten. Wow. So, Ludwig, benutzt mal eben einen Gegenstand. Und zwar seinen Heiltrank. Lässt Wunden heilen und stellt 10 Lebensenergie wieder her. Ja, für den Fall, dass wir, ne? Nicht, dass wir noch an den Punkt kommen, wo er nochmal 10 Lebenspunkte verliert und dann liegt der Ludwig tot am Boden rum, also sterbend am Boden rum. Das wäre fatal hier unten. Dann lieber den Heiltrank benutzen. Mann! Ja, das gleiche Problem mit Rayada, ne? Toll. Wir wussten, dass es nicht, dass es kein Spaziergang werden wird. Das war uns ja von vornherein klar. Ja, also insofern gibt es eigentlich nichts, worüber wir uns aufregen müssten. Im Gegenteil. Es ist ja schön, dass sich unsere Bande, unsere kleine Abenteurertruppe hier, auch tatsächlich einer großen Herausforderung stellt. Man, Abenteuer bestehen ja daraus, dass man Dinge tut, die man sonst nicht tun würde, weil man zu viel Angst davor hat. Und ich glaube, wir haben die Definition von Abenteuer hier erreicht. Au, dankeschön. Dankeschön. Der sich aber auch wirklich, also dass die Bogenschützen sich auch wirklich, egal wo sie stehen, egal von wie vielen Leuten sie umzingelt sind, die konzentrieren sich ganz, ganz gezielt darauf, die möglichst schwächsten Charaktere sofort umzuhauen. Was klug ist, das muss man ihnen lassen, das ist wirklich klug. Also da auf den Magier zu gehen, statt auf den Zwergen, ja genau das. Genau das meine ich. Ja, was bleibt uns da anderes übrig, außer wahrscheinlich nochmal zu rasten hier unten. Hellste Freude. Absolut hellste Freude. So. Übel mit den Skeletten. Oh Gott sei Dank.
Ja, wir haben gesiegt. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Alle sind verwundet. Konrad ist bewusstlos. Gute Schwerter. Will ich nicht liegen lassen. Den Ring, da würde ich ja gerne mal gucken, was der Ring so alles drauf hat. Aber das können wir jetzt sowieso nicht machen, weil jetzt ist der Konrad bewusstlos. Ich muss... Naja, da fühlt sich nicht wohl. Ich muss hier höchstwahrscheinlich einmal ein Lager aufschlagen. Über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, diese klamme Höhle zu verlassen? Nein, im Augenblick nicht. Aber gut zu wissen, dass er hier ist. Dann werden wir uns doch hier einfach mal niederlassen. Ich speichere mal gerade schnell. Und werden hier mal ein Lager aufschlagen. So. Haben wir Lagerpalaver? Rayada klopft Valaria lachend auf die Schulter und sagt, dein Vertrauen in die Zwölfe möchte ich haben. In diesen unruhigen Zeiten mit nur einer Waffe durch die Wildnis zu marschieren, wäre mir zu riskant. Die kann immer mal zerbrechen oder zu Boden fallen und ich habe keine Lust, einem Ogre nackt gegenüberzustehen. Während ihr das Lagerfeuer vorbereitet, ergreift Rayada das Wort. Ich finde, dass in Zukunft Valaria vorangehen sollte. Ja, das aber nicht hier unten in den Ruinen. Valaria kann es nicht lassen und muss Androsch belehren. Wir sollten zumindest immer darauf achten, Dornstengel, Gulmonblätter und Juruga-Wurzel und Wirselkraut mitzuführen. Das machen wir ja eigentlich immer. Was? Falls sich jemand Dummschädel, Schlachtfeldfieber oder die Tollwut einfängt. Hilft ja auch bei Erfrierungen und Paralyse, habe ich gelesen. Zur Not sollte ich das ein oder andere Mal auf Kräutersuche gehen. Mhm. Rayada erschreckt Brüder plötzlich, als sie hinter einem Busch hervorspringt. Ja, davon gibt es hier unten reichlich. Seht ihr? Ich sag ja immer, wir brauchen eine Wache, um das Feuer am Laufen zu halten, während der kalten Nächte. So vermeiden wir nicht nur Erfrierungen, sondern auch unangenehme Überraschungen. Oder sind zumindest schneller wach, wenn wir angegriffen werden. Ja gut, ja, wir geben unser Bestes, ne? Toll. Hat ja richtig gut hingehauen. Da kann man ja eigentlich fast nur noch hoffen, dass wir uns zumindest ausruhen können, ohne dass wir gestört werden. Heiliger. Eine Mumie ist direkt mit dabei. Ich glaube nicht, dass ich diesen Kampf führen werde. Also in der Schicksalsklinge ist es grundsätzlich überhaupt kein Problem und überhaupt keine Schande, wenn man einen Spielstand lädt. Im Gegenteil, das muss man sogar, glaube ich, relativ häufig machen. Ja. Nee, das können wir jetzt nicht auch noch vertragen. So, habe ich das jetzt schon gemacht oder ist das noch nicht... Okay, keine zwei Dinge gleichzeitig. Dann versuchen wir nochmal zu schlafen. Wir versuchen zu schlafen, ohne dass wir gestört werden. Das ist die einzige Chance, wie wir hier unten ein bisschen regenerieren können. Ich glaube aber... Zumindest Konrad ist wieder wach. Hey, warte mal. Rayada ist offenbar an Wundfieber erkrankt. Eine Heilung ist nur durch einen Heiler. Oder mit Antikrankheitselixier möglich. La, la, la. Aha, okay. Ja, wie war das? War das das hier? War das das hier? Copy to Clipboard? Was? Hä? Ich versuche gerade den... Wirklich den Schnellspeicher... Ja. Ich bin da auch jetzt nicht fies. Nein! Nicht den Schnellspeicherstand. Ich glaube, nur das Camp laden. Nicht den Schnellspeicherstand. So. Laden wir das Camp nochmal.
Es muss doch, aber dann muss ich Rayada behandeln. Da führt doch kein Weg dran vorbei. Aber wir haben doch jetzt schon alle unser Talent eingesetzt. Ja. Dann führt kein Weg dran vorbei. Dann müssen wir tatsächlich zum Heiler mit ihr. Über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, diese klamme Höhle zu verlassen? Noch nicht. Jetzt fühlt sich Androsch auch nicht wohl. Jetzt fühlt sich keiner mehr wohl hier unten. Okay, es führt kein Weg dran vorbei, auch wenn es wahrscheinlich teuer wird. Und ich ja eigentlich den Hinweis bekommen habe, ich solle doch bitte versuchen, hier unten möglichst so durchzukommen und dann einmal zum Heiler zu gehen und alles zu behandeln. Aber es hilft ja nichts, ne? Wir sind hier unten so zusammengeknüppelt worden, dass wir hier fast keine Chance mehr haben. Ich durchsuche jetzt nur mal gerade die anderen Räumlichkeiten, die wir eventuell noch zur Verfügung haben. In der Nische könnt ihr die verweste Leiche eines Zwerges erkennen. Was er an Ausrüstung dabei hatte, ist sicherlich nicht mehr zu gebrauchen, da selbst sein Kettenhemd in Auflösung begriffen ist. Was man trotz des Verfalls jedoch noch erkennen kann, ist der Ausdruck unbeschreiblichen Entsetzens auf dem Rest seines Gesichtes. Leiche untersuchen ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Bohr und Segen für den Toten erbitten. So. Hier drin waren wir. Hier war ja nichts. Genau. Hier drin waren wir noch nicht. Das kann es natürlich sein. Und hier sind noch zwei. Ach nee. Hier gelangst du nach zweite. Moment, ich bin doch. Hä? Das heißt, wir haben hier noch zwei Türen, die wir noch nicht untersucht haben. Alles klar. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ach so, ich bin ja durch den... ich habe mich ja abgeseilt da oben. Stimmt, ich habe ja gar nicht den richtigen Weg genommen, sondern ich habe mich abgeseilt. Oh oh. Das heißt, hier sind noch mehr. Oh, wie komme ich denn wieder? Ja, ich glaube, ich sollte hier nicht rumlaufen. Ich sollte vielleicht den Weg da hinten wählen, ne? Den... Na, komm. Na, darf ich wieder runter? Ich sollte vielleicht den Weg über diese Nische wählen, ne? Das ist vielleicht der sicherere Weg. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin. War das hier? Hier hinten war das, glaube ich. La 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 la. Über euch? Ja. Es dauert zwar einige Zeit, aber schließlich habt ihr es geschafft. Ihr zieht euch hoch und steht in einem verlassenen Keller. Plötzlich hört ihr Geräusche an der Tür und noch ehe ihr reagieren könnt, werdet ihr vom grellen Licht einer Laterne geblendet. Aha, wen haben wir denn hier? Grottenschrate wohl. Gurtag, Sohn des Gardosch mein Name. Kommt mal raus, damit ich euch ansehen kann. Im Lauf der nächsten Stunden nehmt ihr einige zwergische Biere zu euch und die Stimmung wird immer entspannter. Es stellt sich heraus, dass Gurtag ein Bekannter von Meister Dramosch ist und ihr somit keine Anzeige wegen Einbruchs befürchten müsst. Anschließend führt euch der nette Zwerg hinaus auf die Straßen Torwals. So kommen wir also ganz schnell nach draußen. Und ich glaube, so kommen wir auch ganz schnell wieder an den Punkt, wo wir gewesen sind dann. Lalalala. Dieses Haus hier. Ah, guck mal hier. Haus von... Och, Manno. Haus von Gurtag, Sohn des Gardosch. Ich glaube, so kommen wir auch sehr zügig wieder unten rein, da wo wir gewesen sind. Meine Güte, da haben wir uns aber weit vorgekämpft. Meine Güte. Alles klar. So, erster Weg natürlich zum Heiler. Da führt kein Weg dran vorbei jetzt leider. Wir brauchen leider eine Behandlung.
Es ist mir wert. Und wir werden uns jetzt richtig ausschlafen. Und vielleicht mehrere Tage in der Taverne verbringen. Und uns wieder ein bisschen ausruhen und zur Ruhe kommen, bevor wir da unten wieder reingehen. Es ist dann doch, ne, also wenn plötzlich alles zusammenkommt, Krankheit, plötzlich der Magier bewusstlos, Skelette treffen alles, wir treffen nix, alle sind starr vor Angst, da kommt dann plötzlich alles zusammen. Und dann wird's schwer. Dann wird's richtig schwer. Unsere Lieblingstaverne, Gott sei Dank. Puh, so, erstmal gucken. Wenige Kratzer, die ganzen Schwerter hier, die können wir eigentlich mal verkaufen, oder? Ludwig hat auch ein Schwert. Gut und gut. Dann können wir noch ein bisschen Geld rausholen, auch wenn uns die Behandlung von Rayada jetzt richtig viel Geld gekostet hat. Und es tatsächlich noch mehr Geld kosten könnte, wenn wir da runtergehen und nochmal infiziert werden. Aber dann haben wir auch Zeit, den blauen Ring hier nochmal zu identifizieren. Das könnte der Konrad zum Beispiel gleich machen. Ich bin sehr sicher, dass der irgendwelche magischen Eigenschaften hat. Wie sieht's denn aus mit Essen und... Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Unzerbrechlich. Deswegen braucht sie sich auch keine Sorgen machen, die gute Valaria. Denn ihr Bogen und der Magierstab sind beide unzerbrechlich. Betten brauche ich. Einzelzimmer würde ich gerne nehmen. Dankeschön. So. Ja, ich speichere hier oben nochmal ganz kurz. Aber hat er jetzt gespeichert? Warte mal. So. Besser. Zack. Jetzt, du bitte. Kugelzauberstab, Zaubersprechen, Hellsicht, Analyse. Analyse. Dieser Gegenstand scheint in der Tat magische Eigenschaften zu besitzen. Ein auffälliger Fingerschmuck, der zwar magisch zu sein scheint, allerdings keinen spürbaren Effekt hat. Hä? Das kann ja eigentlich nur sein, dass er nicht alles rausgefunden hat, oder? Mehr könnte ich mir da eigentlich gar nicht vorstellen gerade. Na gut. Wir rasten, wir haben... Na guck mal, es ist 5.29 Uhr. Da können wir fast mal 24 Stunden durchrasten. Puh. So. Geht schon ein bisschen besser. Fühle ich mich wieder ein bisschen wohler hier in meiner eigenen Haut. Was mache ich jetzt mit dem blauen Ring? Bin mir sehr unsicher. Soll ich den anziehen? Obwohl er keine magischen Eigenschaften hat? Oder ist er einfach nur zum Verkaufen gedacht? Ich glaube, da würde ich lieber erstmal noch mal ein bisschen warten, bis wir den verkaufen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal die Schwerter verkaufen, denn ich glaube, wir haben für jeden hier, genau, der hat. Also auf, ich gebe das Rayada. Die Flaschen sammle ich mal bei Konrad. Natürlich doof, dass wir jetzt keine... Der Speer hier. Ich glaube, der hat auch keine magischen Eigenschaften. Das wäre mir, glaube ich, aufgefallen, wenn... Wupp. Wupp. Das wäre mir, glaube ich, in Erinnerung geblieben, wenn der Speer magische Eigenschaften gehabt hätte. Ich kann mich nicht erinnern, dass es einen magischen Speer... Oh, der Sonnenaufgang. Oh. Noch einmal einen Sonnenaufgang in Torvahl, bevor wir wieder runter in die Hölle müssen. Zwischen 7 Uhr und wie viel haben wir denn? Es ist 5 Uhr. Ja, toll. Weißt du was? Wir können theoretisch nochmal 24 Stunden pennen. Die nehme ich auch mal gerade mit. So, jetzt sind alle nämlich komplett ausgeruht. Wir haben es 5.50 Uhr. Ein Mann mit einer großen Kiste unter dem Arm schiebt sich durch die Menschen und steuert direkt auf euch zu. Extra für euch habe ich hier etwas ganz Besonderes. Den Allzweck-Käseschneider Marke Rondras Stolz. Schneidet jede Sorte Wurst oder Käse völlig problemlos, ohne jemals stumpf zu werden. Dieses Wunderwerk muss zwergischer Natur sein. Mit einem idiotischen Grinsen auf dem Gesicht sackt der Mann in sich zusammen. Aber ich wollte ihn doch haben. Ich wollte den Käseschneider doch haben. Wieso? Jetzt ist natürlich noch ein bisschen hin bis 7 Uhr, bis ich dann die Sachen loswerden kann.
Ja, ich bin mit dem Ring, da bin ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen... Kann ich nicht hier an die Magierakademie gehen und den intensiver analysieren lassen? Oder ich bin mir nicht mehr sicher. Dieser blaue Ring. Die Ringe hatten normalerweise immer eine magische Eigenschaft. Oder? Gab es Ringe, die wirklich gar nichts gemacht haben? Wir möchten ein Artefakt analysieren lassen. Ihr steht vor der Schule der Hellsicht, der Torvaler Magierakademie. Ein junger Adept fragt euch nach eurem Begehr. Der Adept führt euch in ein Hinterzimmer, wartet hier. Nach einiger Zeit erscheint ein schwarzhaariger, etwa 30-jähriger Magier. Alea Ambaret, Hellseher. Ihr habt in irgendeiner Schatztruhe was gefunden, was noch nicht verloren wurde und wisst damit nichts anzufangen? Kenn ich. Ist mir früher auch so gegangen. Zeig mal her, was ihr habt. Ach ja, eine Analyse würde euch... Tschüss. Macht's gut. 10 Dukaten. Klar. Alles klar. Natürlich. Jederzeit. Jetzt hätte ich 10 Dukaten. Wo soll ich denn das Geld herholen? Noch habe ich das Potter nicht überfallen. Das wird noch ein bisschen dauern. 6.20 Uhr im Winter. Ja, es tut mir tatsächlich so ein bisschen in der Seele weh, dass wir jetzt diese Dukaten ausgegeben haben für die Heilung von Rayada. Und wir mit Sicherheit darunter gehen und nochmal gegen Skelette und Untote kämpfen. Und raufkommen und wahrscheinlich noch mehr Geld bezahlen müssen für die Behandlung, wo ich das Geld dann wahrscheinlich gar nicht mehr habe. Das ist schwerwiegend. Ich frage mich gerade, ob wir nicht zwischenzeitlich, bevor wir da nochmal runtergehen, nicht eventuell doch einen Ausflug nach das Potter machen oder gucken, dass wir irgendwo anders noch den ein oder anderen Räuberüberfall mitnehmen und dann eventuell hoffen, dass wir da ein bisschen Geld machen können. Weil ich das Gefühl habe, dass wir da unten noch die ein oder andere Herausforderung vor uns haben, die ziemlich heftig wird. Jetzt mal abgesehen von dem Kampf gegen den Hechtod, den ich auch aus der ursprünglichen Nordland-Trilogie als relativ simpel in Erinnerung hatte, wenn man eben zwei Magier dabei hatte. Ich erinnere mich, Konrad und Valaria haben damals, glaube ich, den Hechtod relativ zügig zerlegt. War ich ja noch sehr überrascht, warum das jetzt im Vergleich zu den anderen Kämpfen doch so leicht war. Och, Grollo, jetzt mach die Tür auf, es ist 5 vor. So, jetzt aber. Mensch, Grollo. Ich packe Rayada nach vorne. Wir haben, glaube ich, alles, was wir verkaufen wollen, bei ihr auch versammelt. Jawohl, 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 jawohl. Im Zweifel muss ich halt tatsächlich mal ein paar Kräuter verkaufen, ne? Das gibt durchaus auch ganz gutes Geld. So, ein Schwert muss sie behalten. Sie hat ja als Zweitwaffe das Schwert. Zack, 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 der Speer kommt weg. Würde uns alles in allem auch nur 2 Dukaten bringen. Das ist nicht wirklich viel, ne? Nee, das will er nicht. Das will er auch nicht. Na gut. Na gut. 2 Dukaten sind besser als nix. Hat die Behandlung alles in allem nur 6 Dukaten gekostet, was jetzt aber auch nicht unbedingt viel besser ist, wenn wir ehrlich sind. Gut. Ja, ich überlege mir das mal, ob wir das eventuell so machen, dass wir vielleicht kurz nach das Potter reinschauen. Ja, bevor wir nochmal da runtergehen. Weil ich bin mir nicht sicher, wenn wir nicht da runtergehen und dann mehrfach infiziert werden, ob dann die Behandlung nicht so viel kostet, dass ich es mir gar nicht leisten kann und dann im Zweifel unsere Kameraden dabei draufgehen und sterben, weil wir sie nicht behandeln können oder eben dauerhaft wirklich massive Nachteile für sich in Kauf nehmen müssen. Das wäre sehr schlecht. Ich überlege mir das mal und wir sehen uns dann... Hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn ich Bescheid weiß, was wir machen. Vielleicht hat ja auch einer in den Kommentaren einen Tipp dafür. Ich habe den Tipp gelesen mit dem, man sollte da unten bleiben und die Krankheiten dann einmal behandeln. Hätte ich auch gerne so gemacht, aber ich hatte jetzt tatsächlich die Panik, dass erstens Rayada von der Krankheit wirklich intensiver beeinflusst wird und zweitens waren wir da unten ja wirklich komplett runtergeknüppelt. Ne? Also es gab ja keine Möglichkeit, da jetzt noch großartige Sprünge zu machen. Deswegen hoffe ich, dass das die richtige Entscheidung war. Klarkommen werden wir da so oder so, irgendwie... Das wird dann vielleicht nur ein bisschen schwieriger werden. Gucken wir mal. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.